Und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Ja, genau. Ein neuer Tag, ein neuer Stream. Wir spielen im Endeffekt das, was wir gestern schon ein bisschen angespielt haben. Gerade ein bisschen irritiert. Warum? Okay. Scheinbar, wenn ich hier irgendwie woanders hinklicke, klicke ich schon im Spiel irgendwas an. Ja, wir spielen wieder Rogue Legacy. Habe ich gerade mal wieder ein bisschen Bock zu. Vielleicht ein paar Runden und dann noch was anderes. Wo habe ich die passende Szene? Da und. Ja, hier wurde schon jetzt schön automatisch sozusagen Charakter ausgesucht. Ich hätte gar keine Chance. Erzmagier, das ist irgendwie nicht das, was ich gerne spiele. Muss ich zugeben. Ich will ganz kurz was gucken. Was haben wir hier für eine Rune? Entzieht getöteten Feinden sowohl LP als auch MB. Boah. Gott. Erstmal niesen. Mache mich mal schneller. Ich hoffe, dass ich. Ja, das kann ich gerade freischalten. Genau. Rogue Legacy habe ich gestern schon angezockt. Mal wieder. Ich habe das früher mal vor längerer Zeit mal gespielt. Jetzt halt mal wieder. Weiß gar nicht, was ein Erzmagier nicht so drauf hat, muss ich gerade sagen. Jede Tötung gewährt 6 Mana. Okay, ich bin homosexuell und Zwangsstörungen, wenn ich Sachen zerstöre, bekomme ich MP dazu. Gut, vielleicht schaffen wir es mit dem Erzmagier, wobei mit dem Erzmagier vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht schaffe ich es dann mal, den ersten Boss hier zu erledigen. Ja. Hey, wurde ich gerade muss ich gerade mit einer Wiederholung angucken? Ach nee, okay. Ich habe gerade Mana-Trank genommen, als ich getroffen worden bin. Ich dachte, ich bin gleichzeitig geheilt worden. Nimm kein Damage. Okay. So, wieder so eine kleine Herausforderung für eine Feentruhe. Und hier ist noch eine neue Sprintrune für die Armschienen. Das ist gut. Wobei. Naja. Oh fuck. Oh Gott, sind wir schnell tot, wenn wir Pech haben. So, natürlich Magier sollte davon leben, seine ganzen Fähigkeiten zu spammen. Wo ich eigentlich nicht so der Fan von bin, aber. Gucken wir einfach mal. Au. Aber. Mit der Fähigkeit, die ich gerade habe, bin ich relativ stark. Was natürlich angenehm ist. Ah. Und ich habe schon wieder das Gefühl, ich werde schon wieder krank. Aber das geht gerade auch überall rum. Vor allem bei dem schönen Wetter. So, einfach mal. Oh, falsche Taste. Kann ich schon irgendwas auf. Ach. Ich sehe gerade, ich kann mit. Das ist normal. Ich kann mit Y meine Zauber wechseln. Spezialfähigkeit, Zauber wechseln. Ah, okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Moment. So. Ups.
Also soll ich mir, habe ich das Gefühl, ich sollte mich nicht so stark darauf konzentrieren. Ah, ich. Erstmal gehe ich nicht mal in die Klasse. Oder Magier insgesamt. So dass man sich auf seine Zauber verlässt. Klar kann man das immer mal wieder machen, aber ich gehe lieber auf die brutale Art und Weise mit. Erzmagier mit ADHS. Bewegt mich schneller, ist auch nicht schlecht. Erzmagier, der groß ist. Minenarbeiter, was kann der denn nochmal? Ach ja, der kriegt einen Bonus auf Gold. Nehmen wir mal die Minenarbeiter, vielleicht können wir diesmal ein bisschen mehr Gold zusammen. Wir haben 180 Gold, das ist eigentlich nichts. Kann ich eigentlich vergessen. Wie viel Damage machen wir? Kurz schauen. Eine Trainingspuffe 33. Unsere Werte sind 33. Rüstung. Ich bin so groß und kann nicht zurückgeworfen werden. Das ist immerhin etwas. Ansonsten muss ich mit dem mal wieder richtig schön aufpassen. Weil ich gemerkt habe, das letzte Mal, mit dem stirbt man echt schnell. Man sammelt zwar auch echt gut Gold. Wenn ihr das seht, immer 13 pro Münze. Aber ich bin insgesamt, glaube ich, schon ganz gut entwickelt. Also entwickelt im Sinne von, ich habe meinen Tree-Baum oder wie man den nennen möchte, schon so weit, dass ich auch gewisse Einheiten schon one-hitten kann, obwohl ich eigentlich sehr geringe Werte habe. Ich kann mal nochmal genau gucken. Sehr schwach in allen Werten. Wie das da genau? Ne, steht nicht genau. Normalerweise, manchmal steht da ja auch genau, wie viel man abgezogen bekommt, wenn man eine Klasse spielt. Aber egal. Besiege alle Feinde. Ja, keine Ahnung, wie ich an den da unten dran kommen soll. Das sieht nach einem Tower-Defense-Spiel aus. Ich weiß ja nicht, ob... Obwohl Cell Games oder wie das heißt, oder... Moment, wie hieß das, der Macher? Mal ganz kurz gucken. Shopseite. Kellador Games. Haben die noch? Full Metal Furries. Okay. Ach, das Spiel kenne ich sogar. So ein schönes Spiel, was man mit mehreren zusammenspielen kann. Aber. Okay, dann sagt mir das noch weniger, was das Bild hier eigentlich beziehen soll. Vielleicht ist einer der Macher mal. Ja. Irgendwie hat mal irgendwas in die Richtung gemacht. Kann natürlich sein. Ich versuche mich immer noch hier so ein bisschen durchzukämpfen, ohne dass ich sehr viel Damage nehme. Normalerweise als Paladin oder Berserker hat man ja viel mehr Leben, vor allem als Berserker. Da rushe ich hier auch gerne mal durch, aber jetzt versuche ich zumindest... Oh Gott. Zumindest versuche ich ein bisschen mit Bedacht hier zu kämpfen und ich bin gleich tot. Oh Gott. Meine Aufgabe ist es, für eine Feentruhe zu kommen, alle Gegner zu erledigen. Habe ich das? Jo. Gibt eine neue Rune, Vergeltungsrune. Ich glaube, das heilt uns auch, wenn ich mich nicht irre. Gibt uns MP und LP dazu. Mana-Punkte und Lebenspunkte, wenn ich mich da nicht verguckt hatte. Gegen den Boss, mit dem möchte ich eigentlich nicht kämpfen. Sammle lieber noch ein bisschen mehr Gold. Geht's hier unten zum... Oh Gott. Das ist ein Bild, was sich bewegt? Nee.
bisschen Leben noch dazu. Geld der Rune wäre auch nicht schlecht, glaube ich, für mich, um mich ein bisschen zu. Also, das ist wirklich die Effekt bringt, den ich mir vorstelle, dass ich ein bisschen Leben zurückgewinne. Wurde von Planky getötet. Okay, das sind die erweiterten Sterne, die so schießen. Ich kriege mir jetzt mal wieder einen vernünftigen Paladin, eine Paladinin. Weiblichen Paladin, eine Assassinin. Oder nochmal ein Minenarbeiter, eine Minenarbeiterin. Ich nehme mal einen Paladinen. Ist kurzsichtig. Heißt, alles, was so ein bisschen weiter weg ist, das sehe ich nicht mehr. Ich überlege gerade, was ich verbessere. Bringt das da oben? Tank Darmreinigung führt zu spürbarer Wirkung von Tränken und Fleisch. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Mache ich mal einmal. Was gibt das hier? Zauberdieben. Der kriegerischen Zauberin. Okay. Ja, man sieht auch sofort am Damage hier. Wir sind wesentlich stärker. Grundwerte zu 100%. So Stärke 44. Nur ich bin kurzsichtig. Heißt, alles, was weiter weg ist, ist verschwommen. Wobei ich sagen muss, es ist angenehmer als gestern, weitsichtig zu sein, dass man alles, was außerhalb ist, also in der Nähe halt nicht so gut erkennen konnte. So, ich kann blocken, das darf ich nicht wieder vergessen. Das setze ich auch zu selten ein. Oh, jetzt das Hühnchen heilt dann jetzt schon um 20 Leben, nicht mehr um 13. Das ist auch gut. Und ich sollte mir angewöhnen, das nicht immer sofort aufzusammeln. Oh, genau in die Rakete reingelaufen. Ah, okay, wenn ich blocke, bekomme ich mit mir Mana abgezogen. Okay, ich dachte, das Blocken wäre eventuell ja, sozusagen umsonst. Aber gut. Auch muss ja auch was kosten. Oh Gott, was bist du denn? So, kämpfen wir uns hier mal so langsam durch, sage ich, und bekommen wieder aufs Maul. Wo ist denn hier unser Solarhexus? Auch. Nein, bitte nicht da unten irgendwie. Ah, schade. Na. Oh Gott, das war dumm. Aber vorher war es auch nicht so schlau in das Feuer, in das Feuer, die Stacheln rein. Aber wir kriegen eine Rune, Beuterune. Denke ich mal, dass wenn wir die angelegt haben, dass wir mehr Beute bekommen. Also mehr Gold. Hätte jetzt nichts dagegen, mal einmal kurz geheilt zu werden. Aber das Spiel hat scheinbar was dagegen. Oh, toller Raum. Oh Gott. Und wie ich auch schon gestern zwischendurch erwähnt habe, ich muss mich in dem Spiel erstmal wieder so richtig einfinden. Ich war mal ein bisschen, ähnlich wie in Binding of Isaac, ein bisschen besser. Aber das ist auch schon länger her. Jo. Gucken wir mal. Heilung. 20 Lebenspunkte nochmal dazu. Mana brauche ich jetzt nicht. Okay, hier gehe ich wieder weg. Jetzt nicht in, eigentlich nicht in ein anderes Gebiet, wobei ich dich hier einmal töten kann, tatsächlich.
Wow. Relativ viel Gold gebracht. Du. Hoffentlich fühlt es sich angesprochen. Hier unten waren Stacheln, genau. Falldamage bekommt man nicht. Das habe ich gar nicht so wirklich vorher wahrgenommen, muss ich gerade mal zugeben. Oh Gott. Der kann zweimal chargen, das vergesse ich immer wieder. Otis. Ein Assassin der oder Assassinen, die über spontanen Muskelkrämpfen leidet und Legasthenie hat. Demenz, ich bin verrückt. Ich glaube, mit Demenz sehe ich einfach immer irgendwas, was nicht da ist. Und jemand, der nichts. Ich nehme mal den, der ein bisschen dement ist. Wie sie es anhört. Immer ganz kurz gucken, was für eine Rune ich mir hier machen kann. Die Beuterune bekomme ich mehr Gold. Hier fügt erlittenen Schaden auch den Angreifern zu. Also wenn ich getroffen werde, reflektiere ich Damage. Double Dash ist natürlich auch nicht schlecht. Habe ich, glaube ich, früher damals immer gehabt. Den Double Dash und zwei Jumps. Sozusagen, dass ich einmal hochspringen, dashen, nochmal hochspringen, dashen, nochmal hochspringen konnte. Das hat das manche Passagen wesentlich vereinfacht. Wobei ich auch sagen muss, ich bin trotzdem nicht weit gekommen. Kurz noch mal gucken. Barbarenkönig ist nicht. Es hat sehr viel LP, also Lebenspunkte. Du siehst Dinge, die nicht da sind. Genau, das war Demenz. Ah, fuck. Sehr gut. Ah, eine sehr angenehme. So, jetzt muss ich die mal mit Magie ein bisschen nerven. Bis ich keinen Mana mehr habe. Sehr gut. Davon hätte ich mich jetzt auch nicht mal treffen lassen müssen. Oh je. Goldstück möchte ich noch haben, danke. Glaube, der Bar, das, die Klasse Barbar tut mir nicht so gut. Oder Barbarin, wie es hier so schön genannt wird. Weil ich dann immer zu unvorsichtig werde und einfach so überall reinlaufe. Oh Gott. Na, ah, verdammt. Puh, okay. Den haben wir irgendwie überlebt. Gegen Bluthelm. Ich glaube, der brachte, dass man, wenn man den herstellt und trägt, dann hat man weniger Leben, aber man regeneriert sich nach dem Kill. Und echt jetzt noch so ein größerer. Okay, der war einfacher. Das ist bitter. Hier fehlt mir noch ein Double Jump. Also ein Jump. Na gut. Dann halt. Können natürlich auch hier mal gucken. Oh Gott, was war das für ein Timing?
Ruftagardist, Level 35. Mit denen kann ich mich anlegen. Wow. Wachkiste XL. Kommen hier auch wesentlich mehr Gold. Aber... Gott, was wirft denn der da? Ups. Na komm. Ach, der wirft Shuriken. Sollst du eine Art Ninja sein oder was? Scheinbar. Ja. Also ich könnte auch hier schon immer nach Gold suchen. Ach, aber... eigentlich sollte erstmal das mein Ziel sein. Was ist da oben? Ah, da komme ich nicht rein. Sollte eigentlich mein Ziel sein, nicht in die Stacheln reinzulaufen. Mein Ziel sollte es sein, einfach mal den Boss vernünftig bekämpfen zu können. Das mache ich nicht mit dem Erzmaria. Nee, da muss ich ja die Barbarenkönigin Lady Charlotte nehmen. Oh, sogar eine Fähigkeit, die mich beschützt. Auch nicht schlecht. Mit 500 Gold, was kann ich damit mir irgendwas Gutes freischalten? Ja, nochmal mehr, dass ich mehr tragen kann. Das ist schon mal ein bisschen vorausgedacht. Sache ist ja auch, man jetzt die besseren Belohnungen kriegt man natürlich erst auf den schweren Ebenen. Dürfte klar sein. Gott, was bist du denn für ein... Für eine nette Ebene. Netter Raum, meine ich. Okay, zack. Darf nicht vergessen, ich kann zweimal dashen. Vergesse ich gerne mal. Daran werde ich mich auch nicht so schnell dran gewöhnen, habe ich das Gefühl. Oh, noch ein neuer Tagebucheintrag. Ich mache die Dunkelheit noch nie. Ich ziehe es vor, meine Feinde auf dem offenen Feld zu treffen. Ja, okay. Wie gesagt, das kann ich mir mal irgendwann mal durchlesen. Ich muss mal einmal kurz was nachschauen. Nee, okay. Hier liegt. Genau, da oben noch. So gesehen natürlich nichts dagegen, jetzt schon irgendwie demnächst zum Boss zu kommen. Auch wenn ich echt nicht viel Gold gesammelt habe, aber... hätte tatsächlich nichts dagegen. Noch habe ich genug Leben. Dich. Scheiß Gegner. Der mich tatsächlich noch getroffen hat. Ach. Aber wenigstens habe ich hier wieder ein bisschen Leben herstellen können. Ich glaube, darauf muss ich auch ein bisschen mehr Fokus nehmen, wenn ich was, wenn ich jetzt Sachen ausbaue. Im Skilltree, nenne ich den mal, in der Burg, die ein bisschen mehr auf Leben gehe. Wie es dann spielen sich auch sämtliche Klassen halt ein bisschen angenehmer. Wenn die mehr Leben von Grund auf haben. Wir können auch hier nach links.
Oh Gott. Habe ich gerade gehofft, dass das Bild kein Fake ist. Besiege alle Gegner, okay. Oh Gott, die halten nicht viel aus, aber es sind manchmal so viele, dass ich da komme ich aber nicht hinterher. Ah, du bist der Einzige noch. Ich muss gerade mal ein bisschen gucken, dass ich die Kugel nicht abbekomme. Oh. Was? Ah, super. Ich kurz mal woanders hingeschaut. Himmelsrune. Ui, was können denn die Runen denn? Das. Da muss ich gerade echt passen. Keine Ahnung, was die können. Wo muss ich noch? Ich bin da unten noch nach rechts. Nicht springen. Warum bin ich da gesprungen? Ah, 95 Leben. Zwar wieder eine gute Menge an Kohle gemacht, aber mit so wenig Leben. Ich würde gerne mal den Boss versuchen, aber sehe wieder. Könnte ein Problem werden. Ich Geister machen wir, glaube ich, hier das die größten Probleme. Ich weiß nicht. Ich bin zu blöd, diesen Angriffsmuster vernünftig auszuweichen oder diesen Angriffen. Hä? Ach, ich dachte, der Gegner wäre gestorben und bin deswegen weitergelaufen. Das war nur der Kronleuchter. Oh nee, ich habe keinen Bock auf. Oh nee, ich gehe mal auf den Minenarbeiter, die Minenarbeiterin. Und ein bisschen mehr Leben. Kann ich mir nicht für ein gutes, noch ein neues Schwert besorgen? Das ist ein Blutschwert, dann bekomme ich Leben abgezogen. Ein bisschen weniger Schaden, aber heile mich wusch, denke ich mal. Hier könnte ich demnächst mal auf die entweder auf die knappen Schienen. Soll ich auf jeden Fall mitnehmen. Und den knappen Umhang soll ich auch mal versuchen demnächst auszurüsten. Ich hatte so eine himmlische Rune irgendwie bekommen. Was ist das? Werte die Kraft zu fliegen. Ich kann dann fliegen. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, was diese Rune genau macht, aber ich glaube, wer das einfach war. Gucken wir einfach mal, dass wir jetzt den Minenarbeiter wieder genug Gold sammeln, wobei das gar nicht so einfach ist. Aber noch schlagen wir uns gar nicht so schlecht. Au. Sage ich und krieg natürlich aufs Maul. Man darf das einfach nicht sagen. Das ist einfach so Instant Karma. Gott. Das ist ein freundliches Bild da unten. Jo. Da unten ist noch irgendwas. Okay. Ich habe nicht ganz gesehen, wovon ich als erstes getroffen worden bin. Aber gut. Ich muss es ja auch nicht verstehen. So, einmal ein bisschen Gold. Oh Gott.
Wenn ich das Angriffsmuster dieser Geister nochmal genauer verstehe, werde ich auch viel oder mich von denen nicht immer sofort in Panik, sag ich mal, verfalle, wenn ich gegen die kämpfen muss, werde ich auch irgendwann gar keine Probleme mehr mit denen haben, denke ich. Aber derzeit machen die mich echt noch fertig. Hier wäre ein Weg nach rechts, aber da bin ich einfach zu klein für. Au. Falschen Zeitpunkt gedasht. Und gleich wieder tot. Was bist du? Zauber, Konflux. Okay. Ändert einfach nur mein Zauber, oder was? Ja. Okay. Sehr gut. Was Timing angeht, bin ich echt perfekt. Sollte ich auch nicht zu gierig sein und diese einzelnen Sachen einsammeln, sondern einfach dann durch. Und auch mal so ein bisschen was einfach liegen lassen. Genau, ich wollte noch mal mehr von den Standarddingern anlegen. Da brauche ich ja nicht. Nee, der Umhang war, glaube ich, besser, oder? So. Kritische Trefferchance erhöht. Magie meinetwegen auch. Damit ich auch mein Gold vernünftig einsetze. Weil hier muss ich ja eh wieder alles abgeben. So, 315 Leben. Ach so, hier steht er sogar. Oder habe ich das jetzt im Moment? Ah ja, genau. Hier steht eigentlich im Endeffekt so die Reihenfolge, die man gehen sollte. Also erst ist das Castle auf dieser Karte da oben. Dann sollte man in den Forests gehen, also nach rechts. Dann nach oben. Maya heißt das ja, glaube ich, und dann irgendwie in den unteren Bereich. Was bist du denn für ein ekelhafter Raum? Oh Gott. Natürlich kommt da noch jemand aus der. Irgendwo raus. Genau so ein ekelhafter Raum. Ach komm, ich habe das so gar nicht berührt. Hallo, möchtest du deine Geschicklichkeit testen? Du hast nur einen Versuch, aber es kostet nichts. Wenn du erfolgreich bist, gebe ich dir eine hübsche Belohnung. Um 8, 10 Dolche, um 8 Ziele zu zerstören, okay. Ach so. Oh nee. Habe ich überhaupt noch eine Chance? Ja. Ich bekomme wenigstens noch Gold als Bonus. Naja. Oh ja, okay, ich konnte nicht mal. Und ich auf jeden Fall nicht richtig treffen. ja. Das war schon ein bisschen peinlich, aber ich bin ja auch kein Magier. Gute Ausrede, gute Ausrede. So. Hier einfach mal alles zerstören. Was haben wir hier? Noch mal ein bisschen Gold. Ist natürlich auch nicht so schlecht, den Boss überhaupt mal zu finden. Und bis dahin auch nicht zu viel Leben verloren zu haben.
Komm schon. Was für ein Stress. Ups, will ich getroffen werden und sehr schön. Oh Gott. Ich wollte mich eigentlich beschweren, dass ich eigentlich mit ein bisschen mehr Leben in den Boss kommen wollte, aber so viel habe ich auch gar nicht verloren. Ach Mann, das Karma hier. Wenn ich mich mal ein bisschen freue, kriege ich gleich auf die Fresse danach. Kannst du auch nicht sein. Oh, das war risky. Was für eine Klasse bin ich? Barbaren. Okay, deswegen habe ich so viel Leben. Aber eigentlich, um mein volles Damage-Potenzial wissen zu können, sollte ich mal ich gucken, dass ich mal wieder Paladin werde. Nicht nur in WoW. Okay, probieren wir es. Boss-Action. Aber wir sind nicht so klein, wir haben immerhin eine Reichweite. Ja. Der ist ja noch ein angenehmes Angriffsmuster. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht mehr, was die anderen Bosse so hier drauf haben. Aber der. Oh, wir haben gekrittet. Den haben wir jetzt endlich mal erledigt. Geht doch. Oh, das gibt beim ersten Killen eine Menge Kohle. Ich weiß gar nicht, ob man den nochmal killen kann. Zu sein. MP erhöht, Stärke erhöht und nochmal MP erhöht. Ich hab Wert gefunden. Auch eine interessanter Ausdruck dafür. Ah, okay. Ich habe 1 von 4 freigeschaltet. Ich verstehe so langsam, wie das System hier läuft. Ich werde natürlich überlegen, ob ich hier noch weiter normal lang laufe oder ob ich mich vielleicht jetzt schon in Richtung eine der Richtung Garten begebe. Ich weiß nicht, weiß gerade nicht, wie der Bezirk da heißt. Warum hat der plötzlich so viel ausgehalten? Ich habe Stärke dazu bekommen. Ich dürfte nicht mehr so häufig hier Damage bekommen. Wobei das eine mit dem anderen wahrscheinlich nichts zu tun hat. Au. Jetzt brauche ich wieder Heal. Healing, bitte. Medic. Ach, hier bin ich. Okay. Gehe ich hier hoch?
Weiß es gar nicht, ob wir den Boss noch mal erledigen können. Aber die Tür bleibt jetzt immer geschlossen. Also, auch wenn ich nochmal sterbe. Das ist halt im Endeffekt ein Fortschritt. Und man hat ja gesehen, wie viel Gold ich bekommen habe. Ich habe jetzt 3700. Denk mal, dass das sonst zu easy wäre, Gold zu farmen. Okay, zwei. Ich wollte gerade meinen Barbarenschrei einsetzen. Ah, da kam ich einen Ticken zu spät. Das Riesenauge. Sehr gut. Wie nehmen wir das nächstes? Wenn nur Scheiße hier zur Auswahl. Periphere arterielle Verschlusskrankheit, kein Fußpult. Ach so, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, Arterienverschluss. Nämlich dann bemerken mich die. Das bemerken, aber ich von den Fallen kein Damage. Kurz überlegen. Ein Punkt kommt auf jeden Fall hier noch rein. Ich werde tatsächlich zum Geologie-Diplom, also zum Höhlenforscher. Scheinbar erkenne ich vielleicht mehr. Keine Ahnung. Kann ich noch mal einen Damage erhöhen? Ah, sehr gut. Das war's dann auch. Weil kann ich mir noch eine Rune leisten. Ich muss sie ja nicht direkt freischalten. Also anlegen, ich muss sie ja nur freischalten. Sonst wären 300 Gold doch ein bisschen bitter. Die einfach so gleich abzugeben. Scheinbar habe ich nichts, um das, um hier irgendwie was. Na gut. So, wir haben den Höhlenforscher mit 35 Stärke. Kein Fußpuls, denke ich tatsächlich, dass es damit zu tun hat, dass man kein, also dass man dann kein, die Stachelfallen da nicht auslöst. Und jetzt haben wir einen von vier Bossen erledigt. Okay. Oh Gott. Hier kann ich im Endeffekt nicht viel machen, soll ich also direkt durch. Was bringt mir denn dieses Licht? Gewöhnliche Stirnlampe. Okay. Ich habe 30% mehr Gold gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorher auch schon hatte. Will ich gleich mal gucken, wenn ich Gold mal wieder einsammle, wie viel ich bekomme. Also 30% mehr. Ach, ich sehe. Ah, das ist praktisch. Ich sehe jetzt sozusagen die einzelnen Symbole auf der Karte. Immer noch 13 Gold, ja, okay. Aber, wie schon gesagt, jetzt sehe ich die Symbole auf. What the fuck? Ja. Ach Gott, es gibt große Bilder, die einen zerstören können. Okay. Ja, damit habe ich so gar nicht gerechnet. So. Nehmen wir mal den Paladin mit Alzheimer, der nicht weiß, wo er wirklich ist. Ja, wir haben 217 Gold, aber davon können wir uns nichts leisten. Also einfach weiter.
Okay, dass mich da so ein großes Bild angreift, damit hätte man ja, also kann man nicht rechnen. Okay, das war auch mal wieder richtig schlau. Und hier kriege ich wahrscheinlich auch nicht alle tot. Ja, wir machen. Okay, mit dem Paladin haben wir ausgeglichene Werte, sag ich mal. Aber man sieht, wir haben trotzdem nicht so viel Leben. Ich habe irgendwie gehofft, wir haben ein bisschen mehr, aber. Aber jetzt in letzter Zeit zu häufig den. Moment. Habe ich jetzt bessere. Oh Gott, ich habe jetzt immer bessere Bilder freigeschaltet, scheinbar, also stärkere. Das ist nicht so schön. Aber ein bisschen was können wir hier schon ganz gut fertig machen. Das heilt uns, glaube ich, zu, also 100% oder nee, da gibt uns 50 von allem. Können wir noch mal liegen lassen. Da wäre der Bossraum, wie erwartet. Gibt er uns nicht mehr viel, also nicht mehr wirklich viel. Also könnte ich jetzt hier nach. Oh Gott. Kann ja eigentlich nach einfach hier weiter nach rechts gehen. In der Hoffnung, ich komme irgendwann in den Garten. Ich glaube, da bin ich sogar jetzt richtig. Genau. In den Wald. Hier gibt es natürlich neue Gegner. Häufig eine verstärkte Version von denen, die man gerade schon im Schloss gefunden hat. Ja. Natürlich nochmal nervigere Magier. Glaube, die gibt es auch nochmal nerviger. Okay. Weiß nicht mehr, wie die großen Wachen zu erledigen waren, muss ich gerade mal ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, die muss man zum Angreifen irgendwie. Ah nee, die kann man von oben angreifen. Aber die kann man, glaube ich, auch irgendwie so triggern, dass sie einen angreifen. Dann hat man irgendwie ganz kurz Zeit, die vernünftig zu erledigen. Oder man schafft es irgendwie hinter sie zu kommen. Glaub, das geht auch. Oh Mann. Und wenn man sie von vorne angreift, macht sie auch gut, relativ guten Damage, aber wie man sieht, wird es richtig schön zurückgebounced. Hä? Ich habe doch den Angriff nach unten gemacht. Ah, bitter. Bitter. Immer ein Assassin, habe ich glaube ich lange nicht mehr. Glaukom, es ist dunkel. Ich glaube ich. Naja. Wird schon schief gehen. Kann ich hier irgendwas Cooles freischalten? Was ist das da unten? Ach, da kann ich mehr Gold frei sammeln. Brauche ich mal ein bisschen stärker, was das mal, was die Zauberkraft angeht. Ah ja, genau. Ah, da bin ich kurze Zeit unsichtbar. Eine interessante Fähigkeit. Ich gucke mir einmal ganz kurz bitte. Meine Stärke ist bei 35, ähnlich wie bei den anderen Schwächeren, aber ich kann critten.
15% Crit-Chance. Ich habe auch, glaube ich, einen, ja, genau, den Umhang oder irgendwas hatte ich angelegt, was mir auch noch Crit-Chance gibt. Und ich mache mehr Crit-Damage. Aber um mich herum ist es ein bisschen dunkler. Weil wenn wir critten, machen wir gut Damage. Aber wir critten halt auch nicht so häufig. Da kann man natürlich, wenn man jetzt eine Menge Blaupausen hat und sich hier die ganzen guten Items zusammen, sag ich mal, farmen kann, kann man auch, je nachdem, welche Klasse man gerade hat, kann man dann auch durch die Rüstung auch immer anpassen. Und hier würde ich wahrscheinlich ganz viel Rüstung, wahrscheinlich eher die Rüstung nehmen, die sogar Vampirismus vielleicht hat, aber auch die mir insgesamt besseren Crit-Bonus gibt. Ich sollte mich eigentlich direkt nach rechts begeben, um in den Wald zu kommen. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Hier unten geht's. Ja, genau. Das ist ein. Hier sind wir noch ein bisschen zu stark. Hier soll ich auch noch nicht sein, aber ich habe trotzdem gerne mal das ein bisschen mitgenommen. Ich kann mich ja noch weiterentwickeln zum Shinobi, habe ich ja zwischendurch mal. Da habe ich schon mitbekommen. Soll ich vielleicht auch mal in Betracht ziehen? Ich weiß nicht, was der Besonderes kann. Aber alles, was die Klassen halt verbessert, sollte man immer mitnehmen, natürlich. Okay. Okay. Natürlich gibt es hier auch noch so einen Gegner. Der Gletscherer. Aber auch der hat keine Chance, wenn ich ihn kritte. Oder nicht so viele Chancen. Oh Gott, was mache ich denn? Oh. Ich bin nachher ins Dings gefallen. Das war blöd. So, Vampirrune. Vielleicht soll ich aber auch noch eine Rune anziehen, die mir tatsächlich ein bisschen mehr Leben regeneriert. Zumindest als solche, mit solchen Klassen, die wirklich sehr anfällig sind. Zumindest sehr anfällig, wenn ich sie spiele. Die stärkeren Gegner von diesen, von den Zauberern sind natürlich mehr als scheußlich. Okay, bin ich ein bisschen zu weit in den Gegner rein. So, einen Versuch mache ich noch. Dann wechsle ich tatsächlich nochmal das Spiel. Glatzköpfigen Barbarenkönig. Wie wär's denn da? Sir Zwischenstra. Hier kann ich nichts erhöhen mit 410 Leben. Meine Magie ist dadurch ein bisschen stärker, warum nicht? Gehen wir dann noch mal mit ein bisschen mehr Leben ins Schloss. So ist. Und wie gesagt, ich sollte mich jetzt tatsächlich danach ein bisschen rechts halten, damit ich in den Wald komme, ohne jetzt zu viel Damage genommen zu haben. Oha.
Doch gut durchgekommen, ohne viel Damage zu bekommen. Und bei den ganzen hier Bildern, die dann immer so einen angreifen, bin ich jetzt so ein bisschen paranoid, seitdem ich das eine Mal gesehen habe, dass es so eine stärkere Variante davon gibt. Hallo, Abchasienwald. Okay. Ach ja, ich habe trotzdem eine Crit-Chance von wie viel? Eine Crit-Chance von 4. Uiuiui. Und ich sollte vielleicht auch häufiger meinen Barbarenschrei benutzen. Was zur Hölle bist du denn? Erdmagus. Jetzt kommen wir noch. Oh. Solch sowas. Die kopflosen Pferde haben keinen Knockback. Backknock, ne? Knockback, wenn ich sie treffe. Dafür haben die ein bisschen. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht mit meinem Schrei das Schild weghauen. Oder ihn kurz confusen. So, die Strats, die zumindest in meinem Kopf irgendwie cool aussahen. Was könnt ihr? Ihr könnt euch aufteilen. Ihr seid also ganz normale Schleime. Okay. Hatte ich tatsächlich kurz Angst, dass da irgendwas passiert? Ihr könnt, glaube ich, ihr macht gut Damage, aber seid doch schnell down. Oh Gott. So. Manchmal sind die Ebenen auch nervig, die man da auffindet. Oh oh. Keine Ahnung, wie ich an den da oben rankommen soll. Auch ohne Mana. Schade, vielleicht finde ich ja noch mal irgendwo Mana. Ich glaube, damit könnte ich könnte die locker erledigen. Weil will ich dann noch mal extra dafür zurückkommen? Ich glaube nicht. Oh, hier war ich ja schon. Jetzt hätte ich genug Mana. Oh, ach nee, ich gehe es nicht nochmal zurück, nur für sowas. Obwohl hier jetzt nicht die perfekte Fähigkeit dafür. Der Zauber, der geht ja so nach oben. Au. Doch, ich gehe nochmal zurück. Ah, die Wurzel kann ich noch mitnehmen. Hat sich gelohnt. Die kann ich. Einmal in 10 Gold. Nein! Ja, verkackt. Ich habe vergessen, was für ein Angriffsmuster oder Flugbahn diese Klingen haben. Damit habe ich natürlich jetzt alles kaputt gemacht. Werde doch nochmal getroffen. So, erreiche mich in
habe erst auch nicht direkt verstanden, wer ist eigentlich mich. Wenn man mir sagt, ich soll ihn in so und so viele Sekunden erreichen, das war die Truhe, okay. Aber im voller Raum mit Gegnern ist natürlich da. Da muss man natürlich YOLO gehen. Krieg ich noch eine Chance? Nö. Natürlich nicht. Wo gehe ich denn weiter nach? Ach so, unten links. Okay. Oh, du kannst auch schießen, okay. Oh, fuck. Mana? Leben wäre noch angenehm. Aber das will mir natürlich keiner geben. Oh, der Bossraum. Was haben wir hier? Ein Waisenschwert. Ui. Das klingt. Cool. Was ist hier unten? Okay, gehe ich wieder hoch. Was heißt das Chance deines Lebens? Für 25%. Okay. Machen wir 25% von ein Viertel von was ich habe? Joa, komm. Und? Du hattest einfach Glück. Das ist nice. 3300 Gold. Ich will mal gucken, was für ein Gegner uns da hier erwartet. Ich erinnere mich an den, glaube ich. An der vergessene Alexander. Ich glaube, bei dem will man einfach versuchen, immer schön in immer schön weit von dem weg zu bleiben. Schön immer die Ads töten. Das werden sonst auch ein paar zu viele. Wenn man nicht aufpasst. Oh Gott. Ah, die Ads können einem noch Mana und scheinbar auch Leben geben. Auch gut. Okay. Genau, da würde ich immer sagen, damit lassen wir das erstmal mit. Legacy, ich bin gerade ein bisschen überlegen, was das nächste ist, ob ich noch irgendwas als nächstes mache. Und wenn ich was das noch zocke, dann was? Ein guter Übergangsstream. Green. Erstmal kann das Spiel dann weg. Echt gerade noch ein wenig am Überlegen. Ich doch ein bisschen kränke. Vielleicht lässt sich es heute bei einer Stunde Google Legacy dann auch bleiben.
Mal sich vielleicht irgendwie die Tage nochmal länger streamen. Mal gucken. Ja, aber auf jeden Fall soll es das dann erstmal gewesen sein für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Stream. Bis dahin. Ciao, ciao.